zum Bankrott des kongolesischen Staates geführt und ein Heer von Arbeitslosen geschaffen. Tausende sind dazu verdammt, für den Lebensunterhalt auf eigene Kosten weiterzuschürfen. Bewaffnet mit Hacken und Schaufeln erschließen die entlassenen Schürfer jenseits aller Legalität die ehemaligen Gécamines-Steinbrüche und untergraben die Konzessionen der neuen Bergbaukonzerne. Um sozialen Unruhen vorzubeugen, hat der kongolesische Staat die illegale Landbesetzung bislang geduldet, ja mitunter sogar gefördert und den Bergleuten eigene Abbauareale zugewiesen. Wir wollen keine Sklaven sein. Wir müssen sehr tief schürfen und weit in die Erde reingehen. Aber wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es fehlt an Freiwilligen, die sich runtertrauen. Was wir machen, geschieht unter Gefahr für Leib und Leben. Um die Mittagszeit stiegen wir in den Stollen ein. Da hörten wir, wie die Erde abrutschte. Zwei Schürfer wurden verschüttet. Ich wollte noch schnell raus, aber der Eingang war versperrt. Da bin ich über den anderen Zugang entkommen. Danach holten wir zwei Kollegen raus, aber ich konnte meinen Bruder nicht finden. Ich habe vergeblich nach ihm gerufen. Bis zum Abend haben wir nach ihm gesucht. Heute machen wir weiter. Wie alt war er? 19. Der Verstorbene hieß Chakamisha Edouard Bijou. Er hinterlässt eine schwangere Frau und ein Kind. Während wir hier miteinander reden, ereignen sich weitere Unfälle und weitere Tote kommen in die Leichenhalle. Alles nur wegen dieser Schürferei. Katanga. Für die einen die Hölle, für die anderen das Eldorado. In dieser Situation gibt ein Geschäftsmann neue Hoffnung.
Er wurde bei den ersten demokratischen Wahlen im Kongo seit 40 Jahren zum Gouverneur von Katanga gewählt. Moïse Katumbi-Chapwe ist beim Volk beliebt, was auch an den Sozialreformen liegt, die er versprochen hat. Mein Vater hat gut daran getan, mich Moïse, also Moses, zu nennen. Unser Präsident heißt Josef, das sind beides Namen aus der Bibel. Stört es Sie nicht, wenn die Leute derart auf Tuchfühlung gehen? Nein. Wenn Sie mich so empfangen, dann heißt das doch nur, dass Sie an mich glauben. Ich will das Volk nicht enttäuschen. Haben Sie die Arbeitsbedingungen gesehen? So etwas kann ich nicht hinnehmen. Es ist inakzeptabel. Als die Belgier noch im Land waren, hatten die Leute wenigstens noch bezahlte Arbeit. Heute können sie sich nicht einmal mehr einen Arzt leisten. Selbst wenn sie arbeiten, verdienen sie so gut wie nichts. Sie leiden. Aber zum Glück kommen jetzt Investoren ins Land und demokratische Verhältnisse. Davon wird auch das Volk profitieren. Die Geschichte Katangas spiegelt sich in den Überresten seiner industriellen und kolonialen Vergangenheit wider. Manche Familien haben sie über Generationen geprägt und wollen auch in Zukunft eine Rolle spielen. Etwa der Industriepatriarch George Forrest, einer der Bosse der kongolesischen Wirtschaft. Diese Halde hat 100 Jahre lang Geschichte geschrieben, seit mit dem Abbau des Kupfers begonnen wurde. Selbst heute noch ist sie ein Symbol, weil wir wieder von ihr profitieren werden. Zusammen mit unseren Partnern haben wir eine Technik entwickelt, die den Abbau wieder rentabel macht. Mein Vater kam 1921 ins Land und ein Jahr später fing er auch schon an. Er war damals noch sehr jung.
Ein junges Land, das auf den internationalen Märkten kaum bekannt ist, entwickelt sich durch Menschen, die den Mut haben, sich dort niederzulassen. Bis 1960 war das im Kongo erwirtschaftete Bruttoinlandsprodukt auf dem Niveau Kanadas. Es war größer als das von Südafrika und Südkorea. Wenn ich heute sehe, wie abgewirtschaftet der Kongo ist, tut mir das in der Seele weh. Aus diesem Land hätten die Vereinigten Staaten von Afrika werden können, Längen vor Südafrika. Während andere das sinkende Schiff verließen, sind sie geblieben. Wir sind